Zuschauer, herzlich willkommen. Wir sind hier im Indianerkulturzentrum auf der wunderschönen Insel Cape Breton in Nova Scotia. Und wir sind mitten im Zentrum der Natives. Hier wird Kultur gepflegt. Rolf, du hast die Rankin Family eingeladen. In Europa ist es vielleicht nicht ganz so bekannt, aber im gesamten nordamerikanischen Raum ist die Rankin Family wirklich sehr berühmt. Und gerade hier auch, was die keltische Musik angeht, die ja traditionsgemäß auch zu dieser Insel gehört. Du hast aber auch unter anderem den ehemaligen Ministerpräsidenten von Nova Scotia hier eingeladen, Rodney MacDonald, der selber ein Geiger ist. Du förderst seit vielen Jahren die indianische Malerei. Die Natives sind hier und malen für dich und du bist jemand, der sie damit auch fördert. Und ihnen auch weiterhilfst, nicht nur kulturell, sondern auch wirtschaftlich, was hier sehr wichtig ist und was sehr wenige Leute tun. Nun gab es vor kurzem hier einen fast historischen Moment. Du hast bei einem indianischen Eingeborenen, wie ich sagen will, indianische Trommeln herstellen lassen. John und Maite, ihr beide arbeitet inzwischen man kann schon sagen, mehreren Projekten hier auf der Insel mit den Indianern zusammen. Ihr plant mehrere Projekte hier, musikalische Projekte, die Verbindung und die Völkerverständigung vertiefen soll und die einzelnen Kulturen hervorheben und zeigen soll. Ja, und Rolf ist das Problem, weil er arrangiert, dass solche Leute zusammen hier kommen. Spontan hat sich auch alles ergibt sich auch spontan. Es ist nicht planiert, sondern er hat die Harfe gesehen und dann hat gefragt, wer spielt die Harfe? Und sagt, ich habe gesagt, Maite spielt die Harfe und so weiter. Und dann hatte er Maite gefragt, würdest du, weil er hatte schon im Kopf, er hatte es schon die Harfe gesehen und er hatte dieses Wunsch zu probieren, was er normalerweise macht, mit der Harfe. Und dann hat Maite gefragt, würdest du für mich was spielen? Und so hat sich ergeben. Und mit jedem Musiker hier, mit jedem Besuch, das macht Spaß. Und von beiden Seiten auf einmal, beide wollen weiter Dinge machen. Und das ist, was Rolf sehr gut kann. Menschen zusammenbringen und dann passiert was und dann explodiert und dann, wir sind Gänsehaut. Wir sind keine Terroristen, aber ich weiß schon, was du meinst. Aber ja, bei mir kamen die Tränen, also das war Gänsehaut pur. Das ist in der Tat so, wir haben in Cape Breton, Nova Scotia, unheimlich viel Kultur. Wir reden auf der einen Seite von der Mi'kmaq-Kultur der Indianer, aber auch von anderen Kulturen, keltisch etc. Und gerade um die Zeit September, Oktober, hier im Indian Summer, die Celtic Colors, also ein Event, wo hunderte von Musikern spielen überall. Es ist relativ einfach, Leute anzurufen und zu bitten, zusammenzukommen, mal vorbeizuschauen. Einfach nur so, just for fun. Aus dem Just for Fun. Aber du bringst die richtigen Leute zusammen. Das kann nicht jeder. Ja, also sagen wir so, ich muss schon merken, es sind begabte Leute, aber auch Leute, die das Herz am richtigen Fleck haben. Weil es kann nicht um den Kommerz gehen. Wenn alles Kommerz in der Welt wäre, wäre das echt ein Problem. Hier kommen halt dann Leute zusammen, die sagen, wir haben Spaß daran, für Zukunftsgenerationen gewisse Botschaften zu retten, weiterzugeben, über Bilder, über Musik, über Tanz, wie auch immer. Und dabei sind die beiden eben eine echte Grundlage geworden. Ich freue mich darüber sehr, Rolf, hier kommen ja auch viele Menschen aus dem deutschsprachigen Raum her, die deine Arbeit sehr schätzen, die eure Arbeit sehr schätzen. Einige von ihnen lassen sich hier auch nieder. Die Sehnsucht ist groß,
auch nach einer Zuflucht in den harten Zeiten, die Europa jetzt bevorstehen. Ich wünsche euch allen für euer Projekt, für eure Arbeit, die auf Frieden ausgerichtet ist und damit eben auch auf Freiheit und auf Wahrheit, wünsche ich viel Kraft, viel Lichtkraft von oben und dass die herrlichen Schwingungen der Natur all das, was ihr tut, ganz positiv und stark unterstützen. Ich danke euch.